So, guten Abend für die Mappa di Giga. Wir sind hier im Potsdamer Platz in die Ausstellung 100 Jahre Revolution. Was ist 100 Jahre Revolution? Wir sagen jetzt und wir sagen heute, was bedeutet 100 Jahre Revolution. Ist eine wichtige Ausstellung für die deutschen Leute, die deutsche Republik. Sie haben noch nicht diese Revolution vergessen. 100 Jahre später, sie haben heute noch in eure Herz und eure Kopf, was bedeutet Revolution ohne Kaiser, ohne Hunger und Mitarbeiter. Kannst du mir erklären, was bedeutet 100 Jahre Revolution? Ja, gerne. Also wir sind hier am Potsdamer Platz in einer Ausstellung in unserem historischen Möbelwagen. Vor 100 Jahren in Deutschland, zum Ende des Ersten Weltkrieges, kam es zu Aufständen. Hunderttausende von Menschen haben in Deutschland gegen den Hunger, gegen den Krieg und auch gegen den Kaiser revolutioniert. Und im Anschluss daran ist das Kaiserreich zerbrochen. Der Kaiser ist in die Niederlande geflohen und in Deutschland ist die Republik ausgerufen worden. In der Folge dessen kam es auch noch zu Streitigkeiten zwischen den Konservativen und den Linken, also eher linken Revolutionären, die dann dazu geführt haben, dass sich die konservativen Kräfte durchgesetzt haben. Und ja, nach dieser Novemberrevolution, wie gesagt, kam dann die Weimarer Republik, die dann nach ihrem Zusammenbruch, wie wir alle wissen, im Zweiten Weltkrieg geendet hat. Kannst du mir auch genau sagen, welcher Tag war November? 3. November, oder? Oder 3. November? Ja, das war der, das war der 9. November. 9. November, okay, danke schön. Genau, am 9. November. Der 9. November ist allgemein in Deutschland ein sehr bedeutungsschwangerer Tag, weil das war nicht nur der 9. November 1918, wo die erste deutsche Demokratie gegründet worden ist, sondern es war auch der 9. November 1936, wo die Reichskristallnacht, die Judenverfolgung stattgefunden hat. Und es war der 9. November 1989, wo die Deutsche Mauer gefallen ist. Okay. Also der 9. November ist für die deutsche Geschichte. So, das bedeutet November für Deutschland, so ist ein wichtiger Monat. Richtig, ein ganz wichtiger, ja. Das ist wahr. Und so, diese Revolution hat Deutschland geholfen, das hat kein mehr Kaiser, ja. Nicht mehr Krieg, genau. Und kein mehr Hunger und mehr Arbeit für die Leute. Also es war sehr, sehr komplex nach dieser Situation. Sicher, der Kaiser hat abgedankt, es wurde eine Demokratie hat sich entwickelt. Es war so, dass es auch eine sehr freie Zeit war. Vorher wurde in Deutschland sehr viel Zensur betrieben. In der Weimarer Republik konnten Künstler und Kulturschaffende und Journalisten freier agieren. Allerdings die Arbeit, viel Arbeit gab es nicht. Also es war so, dass Deutschland nach dem Krieg Reparationen zahlen musste, weil es ja den Krieg verursacht hat. Und dementsprechend war die Wirtschaft ziemlich am Boden. Ja. Das war dann auch der Nährboden, zusammen mit sehr großen Streitigkeiten zwischen Rechten und Linken, Links, ja. Die dann dazu geführt haben, dass dann die Weimarer Republik auch wieder zusammengebrochen ist. Habe schon verstanden. Genau. Viel Dank und Dankeschön. Bis nächste Mal. Dankeschön. So, Mappa di Giga geben euch den nächsten Termin. Für nächste Ort, wo wir sind, hier in Berlin. Vielleicht machen wir, was bedeutet unter der Welt. Nicht vergessen, nicht verloren. Nächstes Mal Mappa di Giga in Berlin.